Hallo, hier in diesem Video schauen wir uns dynamische Modelle an. Das erste dynamische Modell, das wir haben, ist die Markov-Chain. Die Markov-Chain besteht aus verschiedenen Knoten und dann Pfeilen zwischen diesen Knoten. Und das bedeutet sozusagen, in den Knoten stehen die Variablen xt und diese Variablen sind sozusagen abhängig voneinander. Das heißt, xt ist abhängig von xt minus 1 und xt plus 1 ist abhängig von xt von xt. Das ist sozusagen ein Markov-Prozess erster Ordnung und dann gibt es Markov-Prozess der zweiten Ordnung, wo sozusagen die Abhängigkeit nicht nur von davor ist, sondern von 1 mehr davor. Dann haben wir wieder unser Hidden Markov-Model. Da haben wir die Beobachtung yt. Und genau, und dann haben wir sozusagen auch die Wahrscheinlichkeiten, dass wir irgendwas beobachten. Gegeben mit hier so ein Theta. Genau. Und jetzt können wir uns verschiedene Arten anschauen von Markov-Modellen. Wir haben hier zum Beispiel das Filtering. Filtering ist, wenn wir die Beobachtung gegeben haben von y0 bis t. Dann haben wir Smoothing. Smoothing ist, wenn wir das gegeben haben bis in vieles größer. Genau, das ist, wenn wir sozusagen t gegeben haben, das größer als kleiner ist als. Wenn wir sozusagen y von 0 bis b gegeben haben und t kleiner als b ist. Das sagen wir hier sind, dann können wir das smoothen. Prediction ist sozusagen, wenn wir in die Zukunft schauen, da ist es andersrum. Dann würden wir sagen, t ist kleiner als a ist. Und wir haben sozusagen nur bis hier. Und genau. Dann haben wir Interferenzen in Hidden Markov-Modellen und da können wir das, was wir beim Message Parsing gelernt haben, können wir machen. Also wir haben hier unsere Müs und dann haben wir unsere Funktionen und dann können wir sozusagen rekursiv unsere Müs aufbauen und unsere Funktionen abhängig von dem Rand sozusagen, immer diesen Teil. Und dann können wir sozusagen Interferenz machen. Das können wir sozusagen mit verschiedenen machen und genau. Dann können wir sozusagen Forward Messaging, Backward Messaging sagen. Das hier ist Forward. Das ist Backward. Und so weiter. Genau. Ja, das war's auch schon.